Das Raleigh Dover Impulse ist ein eher konservativ gehaltenes Fahrrad, in dem aber viel aktuelle Hightech steckt. Besonders hervorzuheben ist dabei die sogenannte Shift-Sensor-Technologie, die für möglichst materialschonendes Schaltverhalten sorgt. Dabei wird bei Beginn eines jeden Gangwechsels automatisch die Kraftübertragung für einige Sekundenbruchteile unterbrochen, in denen der Schaltvorgang sanft erfolgt. Dieser kaum bemerkbare Vorgang ist individuell einstellbar und funktioniert bei Ketten wie bei Nabenschaltungen. Auf dem in den nostalgischen Farbtönen Indian Brown und Brandy Orange Matt gehaltenen und mit edlen Mustern dekorierten E-Komfortrad sitzt man entsprechend bequem. Ergonomisch geformte Griffe schmeicheln den Händen. Eine Kombi aus verstellbarem Vorbau plus Vorbauerhöhung hält den schön geschwungenen Lenker, der sich allerdings lockerte. Am Lenker sitzt auch das praktische kleine Nahbedienteil. Es steuert die LCD-Anzeige und dort versteckt sich auch die Schiebehilfe. Von allen getesteten E-Rädern hat das Raleigh die größte Akkukapazität. Und es gilt als ein richtiger Streckenläufer. Sehr gut funktioniert das Teamwork zwischen der Shimano 8-Gang Nexus und dem starken Impulse 2.0 Motor. Mit den drei Unterstützungsstufen hat man ein zwar überschaubares Antriebsmenü, bei dem aber keine Langeweile aufkommt. Denn das sehr wendige Raleigh kann auch Berge. Und zwar flott. Zudem ist es top ausgerüstet. Außer Sandtour-Gabel, Magura-Bremsen und etwas kurzen Schutzblechen sind Nordic Lights-Beleuchtung, Rahmenschloss, Ständer und Ragtime-Träger zu nennen. Fazit: Well done, lads. Thank you.